Servus Leute, ich habe jetzt gerade gezockt und die Spiele aktualisiert und ja, mit der Leitung, was ich natürlich habe, dauert es ein bisschen länger. Ist immer eine Qual, so Games aktualisieren und was runterzuladen, aber es geht, aber es könnte auf jeden Fall schneller gehen, wenn man eine schnellere Leitung hätte. Ja, heute, und vor allem, ich komme erstmal ein bisschen näher. So, hier mein neuer Call of Duty Black Ops 3 Pulli bekommen gestern von Amerika, hat mir bestellt. Und ja, der Staub leckt mich am Arsch. Ja, ich will euch was zeigen von Sims, was richtig, richtig geil ist. Und habe natürlich auch vorbereitet. Jetzt wo habe ich es hingelegt, ist unten. Hier. Und zwar geht es um das Thema DTM im Singen. 1995, 94, 96. Ich glaube, das letzte Rennen war 96, 95. Keine Ahnung. Früher war ich noch klein, dann habe ich das letzte 3-4 letzten Rennen habe ich mitbekommen. Beim zweiten und dritten, also dann das letzte Rennen, war ich auch dabei. Und das Gute ist halt dran, wie DTM, wie diesen Autos sind wir gefahren hier im Sinn. Wie man hier schön sieht. Alte Zeiten werden wahr. Ich werde auch einige Videos reinschneiden, Bilder zeigen. Und wir werden dahin gehen, weil, wo war das Ganze? Bei mir vor der Haustür. In diese Richtung, geschätzte 300 Meter, 250 Meter, war die DTM, war die Strecke. Wie hieß die Strecke? Almannring. Und ja, es war einfach nur geil und ich finde es einfach nur schade, dass es nicht mehr in Singen stattfindet. Deutsche Tourenmeisterschaft, die DTM in Singen, war einfach ein Highlight. Es war immer, wie man jetzt auf Videos, auch ihr nachher auf den Videos sehen werdet, einfach geil und es war immer voll und ja. Und die Strecke war bei mir vor der Haustür. Das ist eine oberhammergeile. Früher, wo ich noch richtig kleiner war, habe ich zugeschaut oder halt vom Balkon hier und habe das Ganze ein bisschen angehört, bisschen vorbeigehuscht sind. Ja, dann, wie gesagt, im letzten Rennen oder vorletzten Rennen, dann bin ich auch hingegangen. Bei uns war hier eh beim Haus hier ringsrum war ich immer alles abgesperrt, weil ja DTM und ne, man darf da nicht rein, außer wir, weil wir wohnen hier. Und ja, wie gesagt, mit diesen Autos sind wir gefahren. Und das will ich euch zeigen. Ich muss mich nochmal umziehen, weil draußen arschkalt und nichts mit diesen, so, ich will wieder Sommer, aber ja, das dauert noch ein bisschen was. Also, wir sehen uns draußen und bis gleich. Alter, ist mir kalt. Jetzt umgezogen und startklar zum Almannring laufen zu Fuß, weil es wieder nur ein paar Meter. Nur ist arschkalt und das Wetter ist hammergeil, wie man sieht hier oben. Blauer Himmel bis zum geht nicht mehr, keine einziges Wölkchen am Himmel. Richtig geil. Und unter anderem mal gerade meine neuen Nike Freeze einlaufen. Ich mir gestern, nee, vorgestern geholt habe. Richtig Hammer. Sowieso Nike Freeze, sowas von geil. Die sind dermaßen schnell eingelaufen. Nur, die muss man gar nicht einlaufen, weil die sind gleich, die passen sich quasi dem Fuß sofort an. Die sind dann quasi eins. Schuhe und Fuß. Also, wir laufen jetzt zur WTM-Strecke hier in Singen. Von mir. Hier wohne ich, so. Und ja. Ich hasse die Kälte. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie, hasse sie, hasse sie. Naja.
Ja, wir kommen näher. Wenn man später auch auf dem Bild sehen wird. Gut, ihr könnt mich zwar nicht sehen, aber hören. Hier, das da Gebäude werdet ihr sehen. Und weiter vorne noch Sachen. Und ja, jetzt sind wir gleich da. Dann kann ich euch mal zeigen, diese, wo die Leitplanken reinkommen. Auch richtig geil. Dann werdet ihr auch dieses Gebäude sehen, da vorne, das ist blaue, ist auch im Video drin. Und hier seht ihr jetzt so langsam diese schwarzen Punkte. Einmal hier, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da und so weiter und so fort. Da waren die Leitplanken befestigt, verankert. Und ja, wir laufen hier jetzt auch gerade hier, wie ihr seht. Das ist noch richtiger DTM-Asphalt hier. Und ja, ich würde mir wünschen, dass die DTM wieder hier nach Siegen käme. Aber ja, ob das nochmal funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Es war einfach eine geile Zeit. Und hier sind sie hier auf der Straße. Zeig's nochmal. Hm. Richtiger Männer-Asphalt. DTM, Deutschen Fuhrenmeisterschaft-Asphalt. Der noch nicht ausgetauscht worden ist. Und ja, hier war also die DTM in Singen unterwegs. Und hier, wo wir jetzt gerade stehen oder laufen, bin ich sogar mal gestanden und habe zugeschaut, weil sie gerade hier war die Leitplanke, ungefähr in der Höhe denn. Und hier sind die Autos vorbeigesaut, gehuscht. Jo, und dann würde ich sagen, viel Vergnügen mit den Bildern jetzt noch und dem Video, was ich noch für euch habe. Ja, bis zum nächsten Video. Eure Mütze. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, it's laying under palm trees waiting for the summer. No place to go. Hat sich jetzt selbst doch ganz deftig getroffen, ohne dass er in dem Fall was dazu kommt. Da hängt schon mal eine alte Stoßstange weg. Das ist Markus Österreich, der wohl die Reifenstapel vors Auto bekommen hat, denn die flogen dann noch mehr durchs Feld. Fährt übrigens vor Ellen Lohr, die
den Markus Österreich in Kamera visieren. So, jetzt gehen wir wieder dahin, wo wir schon mal waren. Jetzt werden wir einen tobenden und ziemlich bösen Norbert Hauck erleben im Gespräch mit Chris Lachs. Norbert Hauck.